gut. Hallo, sehr Alice. Sehr schön. Ich habe ein paar echt gute Fotos gemacht. Und wie ich sehe, hast du einen Freund gefunden. Wie süß. Genau. Ja. Ja? Hey, Superstar. Wie geht's meinem Lieblingsschriftsteller? Seid ihr schon da? Barry. Ja, sind gerade angekommen. Werdet ihr von Einwohnern belästigt? Sag Bescheid, dann springe ich ins Flugzeug und sorge dafür, dass man euch in Ruhe lässt. Nein, Barry, alles okay. Sehr gut. Ich will nur sicher sein, dass du dich erholst und deine Akkus auflädst. Und wie ist es so? Hat dich die Natur schon inspiriert? Barry, wir sind gerade angekommen. Okay, Elf. Ich frage später nochmal nach, ob bei euch alles in Ordnung ist. Und du meldest dich, wenn es ein Problem gibt, okay? Okay. Ich will nur dein Bestes, Kumpel. Wir hören uns später. Ich hab dich auch lieb, Barry. Ja. Du weißt doch, dass er dich alle 5 Minuten anrufen wird. Barry, ist doch egal. Barry, ich kann das Telefon immer noch ausschalten. Siehst du? Eine SMS von Barry. Er lässt dich auch schön grüßen. Okay, cool. Ach oh Gott, hier reden sie ja. Ja, ist ja gut. Ich komme noch nicht mal mehr zum Reden hier. Warum bin ich eigentlich Let's Player geworden? Ich hätte einfach nur Walkthroughs machen sollen. Einfach nur Walkthroughs. Nein. Zum Auto zurückkehren. Ich bin doch beim Auto. Achso, die Fähre verlassen. Okay. Wir müssen beim Dinner anhalten und den Schlüssel vom Vermieter abholen. Ein Mr. Deiner. Er wartet auf uns. Das ich Wort. Danke und du holst den Schlüssel. Ich hol dich hier ab in 15 Minuten. Okay. Gut so. Alan, danke, dass du mitgekommen bist. Ich liebe dich. Fahr schon. Ich werde mich schon benehmen. So, das englische Wort für dieses Gebäude ist deiner und nicht Dinner. Kleinstädte, in denen jeder jeden kennt. Willkommen im Audio Diner. Hi, können Sie mir vielleicht helfen? Ich suche jemanden, der heißt Schnucki. Alan Wake? Oh Gott, ich bin Ihr größter Fan. Das hören Sie bestimmt dauernd, aber ich bin es wirklich. Es ist nett, dass Sie das sagen. Rose, ich suche Mr. Stucky. Carl Stucky. Carl? Oh, natürlich, Mr. Wake. Er muss zur Toilette gegangen sein und ist sicher gleich wieder zurück. Okay, cool. Ich fasse es nicht. Ich habe alle Ihre Bücher. Ich habe den Starschnitt vom Buchladen bekommen, aus dem Schaufenster. Das ist ja schön. Und Sie bewahren ihn hier auf? Okay. Dann ist ja gut. Carl Stucky finden. Kein Problem. Hallo, wer sind Sie? Sie lesen eine Zeitung. Probieren Sie den Kaffee. Aber ich bin unschuldig, wenn Sie ihm verfallen und Ihnen das Herz bricht, wenn Sie wieder abreißen. Sie ist kein Mensch mehr. In seinen Adern fließt nichts als schwarzer Kaffee. Da sind wir schon zwei. Toll. So viel zum ruhigen Urlaub. The sudden stop. Bleiben Sie länger, Mr. Wake? Ich kann es gar nicht glauben. Ich unterhalte mich gerade mit Alan Wake. Ja, ist doch gut. Da ist eine Thermoskanne, die will ich haben. Achso, dazu muss ich andersrum laufen. Sind Sie allein oder ist Ihre Frau bei Ihnen? Halt, Schnuggi! Ich möchte Ihnen die Stadt zeigen. Ich habe um 6 Feierabend. Schnuggi, halt doch jetzt. Halt doch jetzt wir bitte einmal. Eieieiei. Tu mir einen Gefallen, Kleiner. Ich könnte jetzt wirklich ein bisschen Musik brauchen. Kokolat Nummer 6 in der Jukebox. Jo, kein Ding, mach ich an. Ich würde ja selbst gehen, aber mir sind beide Beine eingeschlafen. Schlechte Durchblutung. Oh yeah. Ist das sein Ernst? Kokolat schon wieder? Das ist einfach widerlich. Und du willst ein Rocker sein? Unglaublich. Ah. Ja, manchmal hängt sie. Dann muss man dem Ding einen ordentlichen Klaps geben. Bam! You put the dime in the coconut, drink them both up. Das ist genau mein Ding. Oh ja. What the hell? Okay. Das war's. Ich bin tot und in der Hölle. Der freut sich ein Ast, wie ein Affe. Das ist schön. Ich nehme die Thermosflasche mit. Oh, warte, wir müssen noch ein bisschen hier bleiben. Ah, da werden Erinnerungen wach. An Filme. Was ist los? Gehen Sie da nicht rein, junger Mann. Sie könnten sich im Dunkeln verletzen. Dann geben Sie mir doch die Lampe. Schon, ich wollte nicht warten. Ich wollte Stucky finden. Sie wollen doch nicht sterben, oder? Oder kein Schlimmeres.
Ich habe die Kellnerin ging mir auf die Nerven, aber er wollte wie alle übereifrigen Fans. Ich möchte da nicht auch... Nee, ich möchte da wirklich nicht rein. Stucky... Hallo? Mr. Stucky? Carl hat es leider nicht geschafft. Er ist krank geworden. Aber ich habe den Schlüssel und Anweisungen, wie sie zum See kommen. Okay. Ich wünsche viel Spaß in meiner Hütte. Ich komme später vorbei und schaue nach dem Recht. Und nach ihrer Frau. Unbedingt. Danke. Nein, nein. Das ist die böse alte Dame, Boogeyman. Der Cauldron Lake ist ein besonderer Ort. Sehr inspirierend. Sehr inspirierend für den Tod. Alter, dieses... Hast du noch was zu sagen? Darf ich dir in die Fresse boxen? Ich möchte da nicht hin. Ich bin froh, dass alles geklappt hat. Ja. Wetten, dass die Dame jetzt weg ist? Okay, sie ist da. Aber wetten, jetzt ist sie weg. Ach, Menno. Wir haben Glück gehabt, junger Mann. Im Dunkeln kann man sich leicht verletzen. Ach, was. Die hier muss repariert werden. Da muss ich Sarah sagen. Selbst das klingt besser als dein Gesang. Alles in Ordnung? Super! Verfluchter! Schwer an wie ein Ballon! Mehr als einen Löffel. Die Andersons sind unsere Musiker. Wir warten auf Dr. Hartman, der sie abholen wollte. Sie sind aus einer Klinik bei der Cauldron Lake Lodge abgehauen. Ach so. Gut zu wissen. Tschüss, Schnuggi. Tschüss, Mr. Wake. Mission erfüllt. Der Schlüssel und die Wegbeschreibung. Mein Held. Ich habe Taschenlampen. Zur Sicherheit. Danke. Eine Taschenlampe. Stucky! Hey, warten Sie! Mrs. Wake! Ihr Schlüssel! Oh nein, nein! Das Deiner war echt ein Irrenhaus. Das wird böse enden. Das wäre doch der perfekte Schauplatz für ein Buch. Wir wollen hier Urlaub machen, Alice. Ich denk drüber nach, wenn wir wieder zurück sind, okay? Okay, wir können später drüber reden. Hier ist Pat Main auf KBFFM. Ich wollte gar nicht darüber reden. Ich wollte meinen Kopf in den Sand stecken. Begleitet von einem meiner Lieblingssongs. Früher war ich mal ein erfolgreicher Schriftsteller, aber das war lange her. Seit 2 Jahren hatte ich kein Wort zu Papier gebracht, seit meinem letzten Buch. Ach, nett. Aber ich würde niemals auf so einen See rausgehen. Divers Isle. Das ist fantastisch, Alan. Ja, nicht schlecht. Keine Angst, Schatz. Wir sind drin, bevor es dunkel wird. Ich hab aber Angst. Ich weiß. Ist schon gut. Alice hatte eine Phobie. Angst vor der Dunkelheit. Ich wollte sicher gehen, dass wir vor Sonnenuntergang ankommen würden. Juck. So, ich muss dazu nochmal sagen, das Spiel ist sehr, sehr an den Romanen von Stephen. Hast du die Beschreibung richtig gelesen? Stephen. Es ist gar nicht wie in der Broschüre. Stephen. Es sollte doch am Stephen, See sein, auf dem See. Stephen. Ach, halt doch jetzt die Schnauze! Es ist herrlich. Unsere eigene private Insel. Stephen King angelegt. So, das heißt, alle Stephen King-Fans werden jetzt auf jeden Fall auf ihre Kosten kommen. Angst vor der Dunkelheit. Ach, ich möchte hier nicht hin. Ich verpiss mich. Tschüss. Lass mich raten, ich kann doch nicht mal abhauen.
Das habe ich jetzt noch nie ausprobiert. Ach, das ist mir jetzt zu blöd. Ja, komm, wir folgen der Story. Ihr habt da jetzt keinen Bock, nochmal hochzulaufen, ey. Das Recht habe ich jetzt schon Schiss. Irgendwie ein Jumpscare könnte da kommen oder was auch immer. Und nein, ich habe keine Ahnung mehr von dem Spiel. Es ist echt... Hup! Hup! Kannst du auch laufen? Wieso kann er nicht rennen? Okay, gehen wir zur Hütte. Allein schon wegen der Brücke würde ich da nicht wohnen wollen. Guck dir doch mal an, ey. Die ist voll Rott. Und so viele Krähen. Hallo. Das macht ja richtig Spaß. Birdleg Cabin. Mach's mal hin, ey. Ja. Alter, ist das ein Ranzhaus? Irgendwie habe ich das Gefühl, dass... Das hätten wir. Sehen wir mal hinein. Komm schon. Das war jetzt das unnötigste Quicktime-Event, was ich jemals gerade eben machen musste. Ganz schön dunkel da drin. Wir brauchen Licht. Kannst du wieder für Strom sorgen, Liebling? Klar, bin schon dabei. Ja, ich möchte so auch nicht da reingehen. Strom einschalten. Wo mache ich das denn? Irgendwo muss das hier sein. Hier ist eine Axt. Ach, hier ein Generator. Cool. Das Stromkabel führte zu einem alten Generator. Wow. Was für ein schweres Quicktime-Event. Die Lichter sind an. Guten Tag. Ich mache mich frisch und mach's mir bequem. Okay, ich schaue mich ein bisschen um. Na klar. Diese Insel war einst Schauplatz einer Liebesgeschichte. Vielleicht würde sie... Hey! Es war ein schöner Ort. Licht. Ich sagte mir, dass ich hier entspannen könnte und schlafen und meine Arbeit vergessen. Ich dachte, wir könnten hier glücklich sein. Zu Alice zurückkehren. Ja gut, erstmal gucken wir uns hier aber ein bisschen weiter um, finde ich. Weil wir hatten gerade eben da einen Baumstumpf. Baumstumpf, Hallöchen. Ach, jetzt kann ich den nicht mal angucken, weil ich den schon untersucht habe. Leck mich doch. Was ist denn hiermit? Was ist denn damit? Was ist damit? Kann ich hier nichts mehr untersuchen? Ja, ich gucke mich hier nochmal ein bisschen um. Da vorne ist doch zum Beispiel ein Radio, oder nicht? Kann ich das nicht... Nein, natürlich, ich kann nicht darüber springen. Zu Alice zurückkehren. Das ist doch langweilig. So, gucken wir uns hier um. Alice? Schatz? Hier sind Stiefel. Hier ist ein Fisch. Da ist... Oh! Auf dem Regal stand ein Schuhkarton mit Büchern von Thomas Zane. Ich hatte noch nie von ihm gehört. Ich auch nicht wirklich. Wer mir sagen kann, wer Thomas Zane ist, der sei jetzt bitte so freundlich und schreibt mir das in die Kommentare. Jetzt kommen ganz viele Wikipedia-Auszüge und man kommt unter das Video. Juhu! Ein Radio. Die Hirschfestbesucher trudeln langsam ein. Ich habe gerade einen auf der Fähre getroffen, einen berühmten Künstler. Mal sehen, ob ich ihn noch zu einem Interview überreden kann. Jetzt ran an die Telefone. Hallo, Sie sind auf KBF FM. Hallo, Pat, hier ist Rose. Hallo, Rose. Was haben Sie auf dem Herzen? Ich weiß, wer der berühmte Künstler ist. Alan Wake, nicht wahr? Er ist mein Lieblingsschriftsteller. Rose, ich... Ich habe ihn gerade im Diner gesehen. Ich freue mich so sehr, dass er hier ist.
Er freut sich bestimmt auch hier zu sein. Tja, Freunde, die Katze ist aus dem Sack. Hier ist Batman auf KBFFM und jetzt etwas Musik. Na toll, so viel zur Diskretion. Ja, so viel zur Diskretion, so viel zu dieser beschissenen Rose. Mein Gott. Alan, ich bin oben. Ich habe eine Überraschung für dich. Oh, Sex! Da hängt schon die Hose. Finde ich gut. Also, hallo? Ich bin nicht die Überraschung. Sie ist im Arbeitszimmer. Sieh nach. Okay.